Das Gespräch zur Videoreihe Nachgedacht mit einer Diskussion der Thesen aus dem Buch Die andere Gesellschaft und der Frage, was heißt progressive Migrationspolitik für uns? Im Gespräch mit Marcel Hopp sind der Kreisvorsitzende der Jusos Neukölln Fabian Fischer und Johanna Ückermann, Bundesvorsitzende der Jusos. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Abschlussvideo der Kampagne Nachgedacht anlässlich des Buches von Heinz Buschkowski, Die andere Gesellschaft. Wir wollen Zitate ja nicht nur aus dem Kontext reißen und damit die Neuköllnerinnen und Neuköllner konfrontieren, sondern wir wollen uns auch mit dem Hintergrund und dem Kontext, also mit dem Buch, beschäftigen. Und dazu haben wir heute zwei Gäste. Ich freue mich sehr, dass wir darüber diskutieren, nämlich auf der einen Seite mit Johanna Ückermann, der Bundesvorsitzenden der Jusos, und auf der anderen Seite Fabian Fischer, den Kreisvorsitzenden der Jusos Neukölln, also dem Bezirk, in dem auch Heinz Buschkowski Bürgermeister ist und auch der Bezirk, von dem er oft ausgeht, wenn er seine Thesen formuliert. Und deswegen freue ich mich sehr auf diese Konstellation, denn auf der einen Seite haben wir dich, Fabian, der hier auch lebt in Neukölln, der hier engagiert ist, sich auch sehr kritisch mit dem letzten Buch von Heinz auseinandergesetzt hat, nämlich Neukölln ist überall. Und auf der anderen Seite Johanna, die aus der Juso-Bundessicht, du sitzt auch im Parteivorstand der SPD, da nochmal ganz wichtige Akzente reinbringen kann, nämlich wenn es darum geht, was ist für uns Jusos progressive Migrationspolitik und welche Rolle sollte die SPD dort einnehmen. Fangen wir gleich an. Die erste Frage geht an dich, Fabian. Wir haben ja die Neuköllnerinnen und Neuköllner konfrontiert mit Zitaten aus dem Buch und eines dieser Zitate ist das folgende. Ich lese es mal vor. Ich stelle es Ihrer Bewertung anheim, ob es wirklich eine Beleidigung ist, wenn ein Lehrer in markanten Situationen zu migrantischen Schülern den Satz sagt, benimm dich wie in Mitteleuropa. Was sagst du inhaltlich zu diesem Zitat? Und mich interessiert auch, ist dieses Zitat ein Einzelfall oder kann man sagen, das ist repräsentativ für die Stoßrichtung und die Tonlage von Heinz Buschkowskis Buch? Erstmal vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Da Heinz Buschkowski fordert ja hier auf, die Leserinnen und Leser eigentlich eine Bewertung abzugeben, von daher tue ich das mal. Ich finde ja, das ist eine Beleidigung und ich finde, das hat auch einen ganz klar rassistischen Unterton. Wenn ich so etwas zu einer Schülerin oder zu einem Schüler sage, die oder der Migrationshintergrund hat, weil unabhängig davon, ob sich eine Schülerin oder ein Schüler daneben benommen hat, würde, glaube ich, zu Johanna oder zu mir in der Schule niemals so ein Satz gesagt werden. Egal, was wir machen würden, aber zu einem Schüler oder zu einer Schülerin mit Migrationshintergrund wird das gesagt. Und das macht ja von Lehrersicht aus doch eindeutig klar, du gehörst hier nicht her. Du hast keine Ahnung von unseren Werten, egal wie lange du hier schon lebst, kann ein Lehrer oder eine Lehrerin in diesem Fall vielleicht gar nicht wissen. Und damit werden hier Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund stigmatisiert und das vielleicht schon von Kindesbeinen an, und das halte ich für ein Problem. Was die Frage nach der Stoßrichtung ist, es kommen in diesem Buch immer wieder solche Zitate vor und solche Textstellen vor, wo man als kritischer Leser oder als kritische Leserin aufstößt oder denkt, was ist denn jetzt los? Und die vieles von den teilweise ja richtigen Fragen, die gestellt werden und auch von den Forderungen, die aufgemacht werden, kaputt machen und die das Ganze in so eine sehr, für mich sehr unschöne Richtung drängt. Wenn wir schon mal beim Inhalt angekommen sind, für diejenigen Zuschauerinnen und Zuschauer, die das Buch vielleicht nicht in der Gänze gelesen haben wie du, könntest du das Buch, also seinen Inhalt und die Hauptaussagen und Thesen kurz zusammenfassen, gerne auch etwas ausführlicher, und kannst du vielleicht jetzt schon sagen, was so die Hauptkritikpunkte aus deiner Sicht sind, aus deiner Perspektive als Juso-Kreisvorsitzender, und wo sind vielleicht auch Schlussfolgerungen oder Forderungen im Buch, denen du vielleicht auch inhaltlich gar nicht so abgeneigt bist und auch zustimmen würdest? Das Buch heißt ja Die andere Gesellschaft und Heinz Buschkowski versucht eigentlich stellt sich die Grundfrage, gibt es eine andere Gesellschaft? Und das am Beispiel Neukölln. Der Satz Neukölln ist überall, den er auch mehrmals erwähnt, der bleibt richtig oder den bleibt für ihn richtig, weil er halt sagt, Neukölln ist nur ein Beispiel für viele andere Kieze oder andere Stadtteile und andere Städte in Deutschland.
Von daher ist das, wie gesagt, Neukölln nur ein Beispiel. Und er untersucht, gibt es diese andere Gesellschaft? Und damit meint er die migrantische Gesellschaft, da auch nur wieder einen ganz bestimmten Teil, nämlich nur die muslimische Bevölkerung. Es geht in diesem Buch ständig um Muslime, um den Islam. Und zwar, das ist ganz interessant, wird an einer Stelle gesagt, dass sich ganz viele Menschen mit Migrationshintergrund perfekt in unsere Gesellschaft integrieren. Da redet er von Asiaten, er redet von Osteuropäern, er redet von AfrikanerInnen oder SüdamerikanerInnen. Aber das Problem sind die Muslime. Und jetzt ist es auch ganz interessant zu wissen, dass das größte muslimische Land der Erde Indonesien ist und eben nicht irgendwie Saudi-Arabien oder sonst was in der oder ein Land aus dieser Region. Von daher ist diese Grundthese, die hier angenommen wird, ständig, wir unterhalten uns über den Islam, für mich schon äußerst problematisch. Und im Folgenden wird dann auf alle möglichen Teilaspekte eingegangen, auf die Familien, also wie funktioniert die Kindererziehung in muslimisch geprägten Familien oder aus diesem muslimischen Kulturkreis. Es wird also nicht nur der Islam als Religion betrachtet, sondern auch der politische Islam, auch der Islamismus, auch Salafismus und alle diese Dinge. Und Buschkowski unterhält sich mit verschiedenen Menschen, zum Beispiel auch mit Ender Çetin, dem Imam hier in der Seyitçik-Moschee in Neukölln, die teils seine Thesen bestätigen, teils ein bisschen widerlegen. Genau, und kommt dann ausgehend davon, dass er am Ende des Buches sagt, ja, es gibt diese andere Gesellschaft, zu verschiedenen politischen Forderungen. Und da sind wir genau bei dem Punkt, die ich auch unterstützen würde. Diese politischen Forderungen halte ich größtenteils nicht alle, für richtig. Denn er sagt, ein Schlüssel zur Integrationspolitik ist Bildungspolitik. Ich glaube, das sagen auch Beusurus. Und es geht zum Beispiel darum, dass das Betreuungsgeld, was durch die CSU, vor allem durch die CSU eingeführt werde, auf jeden Fall abgeschafft werden muss, weil es hinderlich ist für Integrationspolitik. Das glaube ich auch. Und er redet auch davon, oder er stellt auch die Forderungen auf, dass wir mehr Ganztagsschulen brauchen, dass wir zum Beispiel eine Kita-Pflicht brauchen. Das ist eine Forderung, die ist umstritten, glaube ich, auch innerhalb der SPD, wo ich auch sagen würde, ich weiß nicht, ob das rechtlich möglich ist. Ich finde das aber prinzipiell erstmal sympathisch. Und viele andere Dinge, wo ich sage, ja, diese Forderungen und in diese Stoßrichtung würde ich auch gehen. Deshalb ist es ganz interessant, dass die Forderungen, die politischen Forderungen, die aus der Analyse erwachsen, eigentlich, dass ich die teilen kann. Die Analyse, so wie sie jetzt in diesem Buch steht, kann ich absolut überhaupt nicht teilen. Okay, wir kommen gleich zu den Inhalten. Und zwar, wenn es darum geht, was für uns progressive Migrationspolitik ist. Vielleicht noch eine Frage zu Buschkowski und seinem Buch. Im Jahr 2012 veröffentlichte er das Buch Neukölln ist überall. Wie habt ihr als Jusos Neukölln damals darauf reagiert? Und kann man sagen, dass das neue Buch, die andere Gesellschaft, eine vertiefendere, differenziertere Fortsetzung ist, also sich daran anschließt, oder wie kann man das unterscheiden? Also gibt es einen Unterschied zum ersten? Von der Thematik her wenig, denn es geht in beiden Fällen um Integrationspolitik, wobei er bei dem ersten Buch Neukölln ist überall ja den Anspruch formuliert hat, ich zeige hier ein Bild der Neuköllner Wirklichkeit, also ich sage euch mal allen jetzt, wie Neukölln so aussieht. Und aus seiner Sicht mag das stimmen, er lässt da sehr viele Aspekte der Neuköllner Wirklichkeit heraus, okay. Und 2012 haben wir uns dieses Buch vorgenommen, haben das durchgelesen und haben das kommentiert. Also haben da Kommentare an der Seite angeschrieben oder Kapitel da eingefügt noch, die wir halt bewerten und haben dieses Buch dann für einen guten Zweck versteigert, was auch sehr gut meiner Meinung nach ankam. Also ich glaube, das Originalbuch hat so 20 Euro gekostet. Unsere kommentierte Version ging dann für 100 über den Tisch. Von daher war das zumindest für den Verein Lesen und Schreiben, an die wir das Geld gespendet haben, eine gute Sache. Was die Frage nach der Fortsetzung angeht des Buches, da ist zu sagen, dass das Buch so ein bisschen eine andere Stoßrichtung hat. Also das erste Buch beschäftigte sich ja insgesamt mit Integrationspolitik und mit der Lebenssituation in Neukölln, während er jetzt in diesem zweiten Buch auch andere Menschen zu Wort kommen lässt, die er befragt. Und er beschäftigt sich halt mit dem Erziehungsmuster oder Erziehungsstrukturen in muslimischen Familien oder in einigen muslimischen Familien, muss man eigentlich sagen, in Neukölln.
was die Sprache angeht und eben gerade, du hast das Zitat ja schon vorgelesen, diese Formulierung, hat sich das überhaupt nicht geändert. Und das ist natürlich einerseits eine Sprache, die vielleicht für die Mehrheit der Bevölkerung ganz gut ankommt, so die Berliner Schnauze. Andererseits ist das Thema halt so sensibel, dass ich finde, die Berliner Schnauze ist nicht, kann keine Entschuldigung dafür sein, dass ich Sachen einfach vereinfache, die man aber nicht vereinfachen kann. Und die das Ganze eben in ein falsches Bild rücken. Und da hat sich leider an diesem Buch überhaupt nichts geändert. Okay, kommen wir zu dir, Johanna. Du als Bundesvorsitzende, was sagst du denn zu dem Thema? Gibt es die andere Gesellschaft, wie Heinz Buschkowski das sagt, also konkret, gibt es in unserem Land Parallelgesellschaften? Auch ich möchte erstmal Danke sagen, dass ihr mich eingeladen habt und vor allem auch Danke sagen dafür, dass Jusos Neukölln sich so differenziert auch mit dem Thema auseinandersetzen. Ich glaube, das ist nicht selbstverständlich. Das fand ich schon beim letzten Buch ziemlich cool und finde es auch toll, dass ihr das wieder so eindringlich macht auf jeden Fall. Was deine Frage angeht, ich bin der Meinung, dass der Begriff der Parallelgesellschaft nicht passt. Also für mich sind alle Leute, die hier leben, alle Einwohnerinnen, alle Bürgerinnen erstmal Teil der Gesellschaft. Was es aber durchaus gibt, ist natürlich soziale Segregation, ist Diskriminierung, ist auch Ausgrenzung. Und das führt auch dazu, dass sich Leute aus der Gesellschaft zurückziehen. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo auch wir Jusos ansetzen müssen, wo wir politisch rangehen müssen. Ich finde aber, wenn man irgendwie aktuell den Blick ein bisschen weitet, auch ein Stück wegnimmt aus Neukölln, und zum Beispiel nach Dresden guckt, wo gerade irgendwie Zehntausende besorgte Bürgerinnen und andere Leute auf die Straße gehen, um gegen die Islamisierung in Sachsen zu demonstrieren, dann frage ich mich manchmal, ist das nicht die eigentliche Parallelgesellschaft? Wenn ich mir die Zahlen angucke, sind gerade mal 0,4% der Bevölkerung in Sachsen muslimisch. Das hat mit der Realität nichts zu tun. Ich glaube, das ist die eigentliche Parallelgesellschaft. Ja, und was sagst du aus der Sicht deiner Funktion, wie kann politisch mit den Problemen, die es ja auch in einer multikulturellen Gesellschaft gibt, umgegangen werden oder wie sollte damit umgegangen werden? Also für mich ist erstmal wichtig, dass die Grundlage ist, dass eben alle Einwohnerinnen, alle Bürgerinnen auch die gleichen Rechte genießen und dass wir eine Gesellschaft wollen, an der alle teilhaben können. Und da hat Fabian vorher schon ganz viel gesagt. Ich glaube, das allererste, das allerwichtigste ist, dass wir für gute Teilhabe eine Bildungspolitik haben, die auch wirklich Chancen für alle generiert. Und da zählt natürlich dazu, dass wir das Betreuungsgeld abschaffen müssen, dass wir in die frühkindliche Bildung investieren müssen, dass wir auch wollen, dass Kinder länger gemeinsam lernen, also dass wir die Gemeinschaftsschule vorantreiben, Ganztagsangebote schaffen. Ich glaube, also davon profitieren ja nicht nur Kinder, die eine Migrationsgeschichte haben, von frühkindlicher Bildung, von guter Bildung profitieren alle Kinder. Und das finde ich einen sehr wichtigen Punkt. Und auch wenn wir dann weiter blicken, ist natürlich ganz wichtig auch für Teilhabe, wie sind die Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Und da haben wir als Jusos sehr gute Forderungen auch in dem Bereich. Ich finde zum Beispiel, wir müssen dafür sorgen, dass wir eine anonymisierte Bewerbung einführen, damit eben nicht sofort aussortiert wird bei Bewerbungseingang, nur wer irgendwie den falschen, in Anführungsstrichen, Nachnamen hat oder vielleicht ein Bild hat, wo er nicht blond und blauäugig ist. Deswegen ist die anonymisierte Bewerbung so wichtig und ich glaube auch, dass der Staatsdienst zum Beispiel vorangehen kann, indem man eben mehr Migrantinnen auch in den Staatsdienst holt. Mhm. Nun würden KritikerInnen sagen, ja, das ist ja alles schön und gut, aber was ist denn mit sogenannten Tabuthemen? Was ist mit den Mädchen aus der muslimischen Gesellschaft, die nicht zum Schwimmunterricht gehen oder wenn es um Burka-Verbot geht oder um patriarchale Strukturen? Wie, mal abgesehen davon, ob das so ist oder nicht, aber wie stellen wir uns dieser Debatte und wie gehen wir damit politisch um? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir nicht nur immer über die Leute sprechen, sondern dass wir
mit Leuten sprechen, für die wir Politik machen wollen. Und deshalb finde ich es auch immer sehr gut, wie die Jusos an die Sache rangehen und auch viele in der SPD inzwischen, dass man sich eben trifft, zum Beispiel mit MigrantInnenorganisationen oder auch mit Organisationen, die irgendwie Refugees unterstützen, um konkret von denen zu erfahren, was sie sich wünschen würden, wie wir auch bessere Teilhabe eben noch für alle generieren können. Und wenn wir zum Beispiel so aktuelle Themen angucken wie das Burka-Verbot, ja, ich finde, das ist eine völlig falsche Richtung, in die diese Debatte läuft. Weil wenn wir eine Gesellschaft wollen, die offen ist, die Teilhabe für alle zulässt, dann ist es genau der falsche Weg, Frauen mit Burka zu verbieten, auf die Straße zu gehen, weil die Folge davon ist nämlich, dass sie in ihren eigenen vier Wänden bleiben, dass sie eben nicht mehr rausgehen, nicht mehr teilhaben können am Leben. Und deshalb halte ich das für den absolut falschen Weg. Kann ich eine Sache ergänzen? Ja, klar. Ich glaube, Johanna hat völlig zu Recht gesagt, wir müssen auf jeden Fall eine kritische Debatte führen, kritisch konstruktiv. Und es kann nicht darum gehen, wie Heinz Buschkowski immer behauptet, dass hier nur Gutmenschen sitzen. Und ich glaube auch, dass dieser Gutmenschenvorwurf einfach ins Leere läuft. Bloß, wie Johanna das gesagt hat, angesichts von Pegida, angesichts von einem idiotischen CSU-Vorschlag über die Deutschquote, ist es doch nicht so, dass die Debatte gerade so läuft, als ob Integration super läuft, als ob alles toll ist, sondern die Debatte läuft genau in die falsche Richtung. Okay, das ist schon mal ganz viel, was wir inhaltlich besprochen haben. Wie unterscheidet sich denn unsere Juso-Sicht auf dieses Thema von dem realpolitischen Handeln der SPD in Bund und Ländern? Also ich glaube, erstmal hat sich auch in der SPD da in den letzten Jahren irgendwie sehr viel zum Positiven bewegt. Was, glaube ich, schon auch damit zu tun hat, dass wir als Jusos immer wieder das Thema auf die Agenda setzen und damit guten Vorschlägen reingehen. Natürlich haben wir im Moment auch eine große Koalition auf Bundesebene, die eben auch für die SPD da vielfach Kompromisse, schmerzhafte Kompromisse irgendwie nur möglich macht. Und ich denke da zum Beispiel an den Doppelpass. Wir sind ja dafür angetreten und wir Jusos streiten nach wie vor dafür, dass wir wirklich einen Doppelpass ohne Kompromisse haben, Doppelpass für alle. Es gibt jetzt einen Doppelpass, aber er ist natürlich nicht so ausgestaltet, wie wir uns das gerne wünschen. Da musste die SPD Abstriche machen, da müssen wir natürlich dranbleiben, das ist so das eine. Des Weiteren haben wir natürlich, wenn ich ein bisschen weggehe, auch in der Asylpolitik schmerzhafte Kompromisse machen müssen, also das Einstufen von Serbien, Bosnien und Mazedonien als sichere Herkunftsstaaten und damit de facto ein Aushöhlen der Asylpolitik ist was für uns als Jusos natürlich überhaupt nicht geht, wo wir dringend dafür sorgen müssen, dass das wieder anders wird. Ja. Fabian, an dich vielleicht aus der Neuköllner Perspektive. Wie kann man hier im Kreis auf lokaler Ebene der Kluft zwischen unserem inhaltlichen Anspruch an Migrationspolitik und dem realpolitischen Handeln der SPD, wie geht man mit dem um? Wie geht ihr, Jusos Neukölln, damit um? So wie wir Jusos Neukölln oder Jusos allgemein immer mit der SPD umgehen, in kritischer Solidarität. Und das bedeutet natürlich, dass uns schon klar ist, dass Realpolitik noch etwas anderes ist als die innerverbandlichen oder innerverbandlichen Diskussionen, die wir führen. Trotzdem versuchen wir ja auch als Jusos Neukölln uns jetzt nicht in unseren Elfenbeinturm von theoretischen Debatten zurückzuziehen, sondern wollen uns und tun das auch jetzt schon, uns treffen mit Organisationen, mit Migrantenorganisationen oder zum Beispiel, ich hätte auch große Lust mal mich mit den Imamen hier oder mit einem Imam zum Beispiel von der Seljuk-Moschee zu treffen, etc. etc. Und daraus leiten wir politische Positionen und Forderungen ab, die wir ja in die SPD hineintragen. Und ich glaube, Johanna hat völlig zu Recht gesagt, das fruchtet ja auch. Man muss ja auch immer klar machen, die SPD Neukölln ist nicht Heinz Buschkowski. Da gibt es sehr viele Menschen, die eine andere Meinung und eine andere Sichtweise haben. Beispielsweise Doppelpass, den Heinz Buschkowski ablehnt, ich glaube weiterhin ablehnt und den die SPD Neukölln nicht ablehnt. Okay, vielen Dank. Wir haben im Rahmen unserer Videoserie viele Menschen auf der Straße befragt und sie mit Zitaten aus dem Buch konfrontiert. Und
Ihnen erstmal nicht gesagt, woher dieses Zitat stammt. Und daraufhin haben wir auch gefragt, was schätzen Sie, woher kommt dieses Zitat? Und dazu möchte ich euch beiden einen kleinen Ausschnitt nochmal zeigen und darüber diskutieren, was uns das eigentlich auch vielleicht über die Außenwirkung der SPD sagt. Ich würde euch das gleich mal zeigen. Naja, ich sage jetzt mal nicht AfD, sondern ich sage, alle konservativen Parteien sind im Grunde genommen auf der Schiene. Ein bisschen eleganter und ein bisschen plumper, je nachdem. Ich bin so enttäuscht von vielen der Parteien, dass ich relativ vielen, eigentlich fast allen Parteien, außer vielleicht der Linken und den Grünen und den Piraten, na, die hatten auch Aussetzer. Aber es kann eine der großen Volksparteien ohne weiteres sein. Irgendwo aus der Mitte. Ja, also es könnte man irgendwie irgendwas Rechtspopulistischem zuordnen, aber ich wette, das ist irgendwas, womit man nicht rechnet. Also irgendwas aus der SPD, CDU oder so, SPD, keine Ahnung. Wahrscheinlich. Okay, eine Sache ist zu diesem Ausschnitt noch zu sagen, und zwar, wir haben sehr viele Leute befragt und rund die Hälfte der Befragten hat ungefähr so geantwortet. Deswegen an euch beide die Frage, ist progressive Migrationspolitik und auch Flüchtlingspolitik, über die wir heute noch nicht geredet haben, in der SPD noch nicht angekommen, beziehungsweise noch nicht ausreichend angekommen? Oder warum verknüpft man die SPD eben nicht mit diesem Thema in einem positiven Sinne? Also, wie ich vorher auch schon gesagt habe, ich glaube schon, dass sich da in den letzten Jahren in der SPD viel getan hat. Und dass durchaus viele Forderungen, die insbesondere die Jusos auch immer erhoben haben, in der SPD angekommen sind. Ich glaube, es ist sehr schwierig, auch im Moment für die SPD durch die Große Koalition da deutlich zu machen, wofür sie eigentlich steht. Beziehungsweise wäre das eine Forderung, die ich schon an die SPD auch hätte, dass sie noch sehr deutlicher sagt, was ist die Position der SPD und wo mussten wir eben auch Kompromisse machen. Ne? Also natürlich konnten wir jetzt eben den Doppelpass nicht so durchziehen. Natürlich würde die SPD zum Beispiel auch dafür stehen, dass die Residenzpflicht abgeschafft wird. Jetzt gibt es Lockerungen. Natürlich steht die SPD zum Beispiel auch dafür, dass das Asylbewerberleistungsgesetz abgeschafft wird. Aber jetzt kommt es zu einer Neuregelung. Das sind alles Punkte, wo wir eben immer wieder Kompromisse machen müssen, auch aufgrund der aktuellen Regierungspolitik. Und deshalb bin ich der Meinung, dass die SPD da klarer mit ihren Forderungen auch nach außen gehen müsste, um da sichtbarer zu werden. Dann würde der SPD eben auch die Bevölkerung mehr zutrauen, dass man da progressive Positionen hat. Und ich glaube, der zweite ganz wichtige Punkt ist, dass wir eben auch PolitikerInnen in unserer Partei haben. Meistens sind das Politiker. Ich denke da zum Beispiel eben auch an Sarrazin, die mit komplett gegenteiligen Meinungen nach außen gehen, wo es, glaube ich, nicht falsch ist zu sagen, dass Sprüche durchaus auch rassistisch sind, die dann nach außen getragen werden. Und auch da muss die SPD halt endlich mal klare Kante zeigen und sagen, das sind Personen, die haben bei uns in der SPD nichts zu suchen, weil sie Meinungen vertreten, die nicht mit unseren vereinbar sind. Und diese Leute gehören dann auch konsequent ausgeschlossen. Auch das macht die SPD glaubwürdiger. Ja, ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Die SPD besteht jetzt aus 470.000 Mitgliedern und hat, wie Johanna dargelegt, ganz bestimmte Parteibeschlüsse, Parteitagsbeschlüsse, auch die Jusos haben Beschlüsse. Und es ist schon natürlich auch für die Menschen problematisch oder fragwürdig, wenn halt einzelne Äußerungen von Sarrazin, ich möchte Buschkowski nicht mit Sarrazin vergleichen, aber auch das ist jedenfalls eine Meinung, die nicht so richtig der SPD-Meinung entspricht, wenn die stärker nach außen dringen als zum Beispiel unsere Beschlüsse als Partei insgesamt. Und das führt dann natürlich dazu, dass sich die SPD auch nicht kohärent nach außen präsentiert, sondern man nicht so richtig einschätzen kann, wo wir in der Migrationspolitik und auch in der Flüchtlingspolitik, Johanna hat es angesprochen, stehen. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir natürlich durch Handeln vor Ort, durch politisches Handeln und durch ein Miteinander, auch das hat Johanna angesprochen, ändern müssen, so dass uns die Menschen wahrnehmen als die Partei, die sich für eine progressive Integrationspolitik in diesem Land einsetzt, dass wir als diese Partei wahrgenommen werden. Okay, du hast, Johanna, vorhin die Pegida-Demonstration angesprochen. Darauf würde ich gerne noch mal eingehen, denn wenn wir über Demonstrationen in diesem Ausmaß
uns unterhalten und wenn wir uns auch Studien angucken, dann ist eins ganz klar erkennbar, wir haben eine große Islamophobie oder weit verbreitete Islamophobie durch die gesamte Gesellschaft gehend und auch eine große Skepsis und auch Angst gegenüber was auch immer Migrationsgesellschaft ist und Migrantinnen, die zu uns kommen. Deswegen da nochmal reingehend also, oder beziehungsweise ergänzend, was für eine Rolle spielt da das Verhältnis der Partei vielleicht zur sogenannten Mitte der Gesellschaft, wie gehen wir damit um, wie gehen wir mit diesen Ansichten um oder reicht es einfach nur die klare Kante zu ziehen und die Inhalte umzusetzen, die du gerade genannt hast? Also es gibt ja die Friedrich-Ebert-Stiftung zum Beispiel, die macht ja diese Mitte-Studien und die zeigen ja immer wieder, dass es eben nicht ein Problem ist von einzelnen Randgruppen, sondern dass eben Einstellungen wie diese, wie Pegida sie jetzt auch gerade auf die Straße trägt, wirklich weit verbreitet sind bis hin in die Mitte der Gesellschaft. Und das bedeutet für uns als Partei natürlich auch, dass auch bei uns solche Einstellungen durchaus vorkommen. Ne? Deswegen ist es auf der einen Seite eben sehr wichtig, dass wir da immer wieder Kante zeigen. Ich glaube aber auf der anderen Seite auch, ich möchte die Leute, die jetzt da in Dresden zum Beispiel auf die Straße gehen, möchte ich überhaupt gar nicht in Schutz nehmen, weil ich das tatsächlich sehr problematisch finde. Ich finde, dazu gehört aber eben auch zu wissen, dass es einen Unterschied gibt eben zwischen der gefühlten Wahrnehmung der Leute und der tatsächlichen Realität. Ich habe das vorher schon angesprochen, also nur 0,4% der Bevölkerung in Sachsen ist tatsächlich muslimisch. Das zeigt sehr deutlich, dass die Angst vor der Islamisierung nicht die Realität in Sachsen tatsächlich ist. Und für mich zeigt es aber eben auch, dass es da sehr viel Vorurteile gibt, dass es aber auch sehr viel Unwissenheit darüber gibt. Und da finde ich, stehen halt auch PolitikerInnen in der Verantwortung, dagegen vorzugehen und sich dementsprechend zu äußern. Das betrifft irgendwie konservative Politiker, die da manchmal Äußerungen tätigen, die alles andere als okay sind. Das betrifft aber eben auch unsere eigenen Leute, wie zum Beispiel Puschkowski. Also wir haben eben als politisch agierende Menschen oder Leute in Verantwortung eben dann auch die Verantwortung, Äußerungen zu tätigen, die aufklären. Und ich finde es wichtig, dass man das immer im Kopf hat. Also es kommt eben auch darauf an, was man sagt und wie man es sagt. Und ob dann die Aussagen, die man tätigt, eben auch bestimmte Einstellungen schüren. Ich glaube, Verantwortung ist genau das Stichpunkt, nochmal zu gucken, was eben Heinz Puschkowski dann auch in seinem Buch schreibt. Er führt nämlich auch auf am Ende des Buches die Statistik, dass rund 50% der biodeutschen Bevölkerung Angst vor dem Islam hat. Und das ist doch genau die Frage, das ist ja auch eine Stelle, die interessant ist, wo man sich dann mal fragen muss, ja, was sind denn die Ursachen davon, was können wir denn dagegen tun? Und das, was Puschkowski dann macht, ist, zwei Seiten lang auszuführen, wie furchtbar der politische Islam ist und der Islamismus. Und das stimmt ja auch, der Islamismus ist sicher rückständig, aber das ist nicht die Antwort auf die Frage, warum Menschen Angst, 50% der Menschen Angst vor dem Islam haben. Und da sind wir genau bei dem, was Johanna gesagt hat. Menschen wie Heinz Puschkowski müssen da mehr Verantwortung übernehmen und halt auch tiefgründiger forschen. Und ich finde, genau am Ende sagt er noch diesen richtigen Satz, den ich jetzt mal kurz vorlese. Ausgebliebene Integration ist der Startpunkt von Perspektivlosigkeit, Unzufriedenheit, Neid, Benachteiligung und dem Gefühl, Opfer zu sein. Dort liegen die wahren Ursachen, warum Menschen anfällig werden für Heilsbringer, für Radikalinskis und für das spaltende Dida. Und genau das ist eigentlich ein gutes Schlusswort, finde ich auch. Es geht eben nicht nur um die Religion, es geht darum, dass wir uns fragen müssen als Aufnahmegesellschaft, als Bio-Deutsche, wie wir eigentlich mit Menschen mit Migrationshintergrund umgehen. Das ist in der Tat ein sehr gutes Schlusswort. Johanna, Fabian, ich möchte mich herzlich bei euch bedanken für dieses anregende und intensive Gespräch. Ich glaube, wir konnten sehr gut in dieser guten halben Stunde uns einerseits mit dem Buch inhaltlich auseinandersetzen, aber vielleicht auch, was wichtiger ist, mit der übergeordneten Frage, was ist für uns progressive Migrationspolitik und welche Verantwortung und Rolle hat die SPD dabei aus unserer Sicht? Insofern, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn Sie inhaltlich da mitgehen und wenn Sie sich auch jedes Mal aufregen oder öfter aufregen über die SPD, dann
Es ist eigentlich ein gutes erstes Anzeichen dafür, dass ihr euch sehr wohl fühlt bei uns. Und deswegen ermutige ich euch dazu, geht auf unsere Homepage und engagiert euch bei uns. Ihr seid bei uns herzlich willkommen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Dankeschön.